Zunächst sollte ich mich auch vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Dieter Boris. Ich bin vorhin schon erwähnt worden. Ich habe, außer dass ich am Anfang dieses Planungsprozesses für die heutige Tagung etwas mitgewirkt habe, insofern einen Bezug zum Thema, als ich selbst bei Heinz Maus von 1963 bis 1969 studiert habe und Heinz Maus mein Doktorvater gewesen ist, so hat das früher geheißen, heute heißt das ja etwas neutraler Betreuer oder so. Und insofern bin ich auch so ein Fossilelement, das sozusagen aus alten Zeiten, sozusagen als Zeitzeuge hier mobilisiert worden ist oder remobilisiert worden ist. Und mir fällt eben die Funktion zu oder ist mir zugedacht worden, diese zweite Veranstaltung, zweiten Vortrag zu moderieren und hier unseren Dr. David Salomon vorzustellen, der wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Politikwissenschaft Marburg, aber auch an der TU Darmstadt ist und der ein weit gespanntes Arbeits- und Interessengebiet aufweist oder mehrere Gebiete hat. Einmal politische Theorie, dann in der Didaktik der politischen Bildung ist er besonders intensiv tätig, aber er betreibt auch Rechtssoziologie und ist auch führend in der Brecht-Forschung tätig, hat gerade letztes Jahr seine Dissertation über den jungen Brecht abgeschlossen. Und als ob das nicht schon viel wäre, er ist außerdem noch aktiv beteiligt in der Diskussion und Publikation über neuere Imperialismustheorien und Außenpolitik. Also Sie sehen, es ist ein sehr weit gespanntes Arbeitsfeld und die Veröffentlichungen gehen außer zu diesen Arbeitsgebieten auch noch über Intellektuelle, über Carl Schmitt und über die Linke im Kalten Krieg. Ja, da sehen Sie, dass, es ist ein Glück, dass Herr Salomon gewonnen werden konnte, jetzt auch noch über Heinz Maus uns etwas zu erzählen und wir erwarten gespannt seinen Vortrag. Bitte, David. Ja, das macht mich jetzt etwas sprachlos. Ich muss gerade noch einen kurzen Schluck Wasser nehmen. Ja, herzlichen Dank, Dieter. Also auf dem Programm steht ja als Titel meines Vortrags zur Soziologie von Heinz Maus. Das ist natürlich sehr allgemein und sehr global und genauso wenig zu leisten, wie ein Vortrag über die Philosophie von Heinz Maus leistbar wäre. Ich habe daher beim Arbeiten das Ganze noch einmal eingeschränkt. Mein Vortrag heißt also Traditionalität und Aktualität, Klammer auf, in, Klammer zu, der Soziologie von Heinz Maus. Ich möchte in drei Schritten vorgehen, zunächst ein wenig Einleitendes sagen, dann noch einmal auf den Problemkontext oder besser die Problemkontexte Marxismus und Philosophie und Marxismus und Soziologie eingehen und schließlich im gebrochen historischen so etwas auszumachen wie den Fluchtpunkt in der Gesellschaftstheorie von Heinz Maus. Also zunächst zum Einleitenden. Traditionalität und Aktualität, die Aufgabe kritischer Theorie, so ist ja der Name dieser Tagung, der enthält eine Provokation. Denn er legt ja die Frage nahe, wie es um Traditionalität und Aktualität der kritischen Theorie selbst steht. Kritische Theorie könnte man verstehen als eine Praxis eingreifenden Denkens. Das wäre Brecht. Adorno wäre wahrscheinlich nicht ganz einverstanden, in diese Nähe gerückt zu werden, aber als eine Praxis eingreifenden Denkens. Als solches, als eingreifendes Denken, soll die kritische Theorie Gesellschaft nicht nur verstehen, darstellen, abbilden und interpretieren, das natürlich auch, aber gleichzeitig soll sie einen, wenn auch mittelbaren Beitrag zur Veränderung der sozialen Verhältnisse leisten. Ihr Medium ist daher notwendig die Aktualität. Ihr Beruf, man könnte es also durchaus auch den medizinischen Bedeutungsgehalt der Metapher mitmeinen, also der Beruf von kritischer Theorie ist Zeitdiagnose.
eine bloße Behauptung von Aktualität, auf die dann doch nur äußerliche Reproduktion von einzelnen Thesen und Themen folgt, die vielleicht noch illustriert werden durch irgendwelche gegenwärtigen Beispiele, ein solches Vorgehen müsste kritische Theorie verfehlen. Genauer gesagt, es müsste die Aktualität von kritischer Theorie verfehlen. Das ist die erste Stelle, an der ich Heinz Maus zitiere. Der Bezug aufs Gegenwärtige ist aber nicht durchs Datum, gar durch die beigefügte Beteuerung schon vorhanden. Es könnte sein, dass eine Arbeit über die Pharaonen aktueller wäre und wichtigere Aufschlüsse über die gegenwärtige Situation ergebe, als eine, die über die Angestellten etwa handelt, die der sozialen Struktur, die sie formte, eine besondere Farbe verleihen. Nicht aufs Thema als solches, auf seine Behandlung kommt es an. Sie erfolgt niemals interesselos. So fällt die Wahl der Themen dennoch ins Gewicht. Das ist aus dem Aufsatz zur gesellschaftlichen Funktion der Soziologie. Jetzt muss man natürlich fragen, was zeichnet die Gegenwart, in der wir leben, aus? Wie kann die Tradition kritischer Theorie helfen, sie uns aufzuschließen und ihre Verwerfungen bearbeitbar zu machen? Solche Fragen muss ich nicht allein einer Tagung widmen, die den Zusammenhang von Traditionalität und Aktualität im Kontext von Aufgaben kritischer Theorie im Titel führt, sondern auch ein Vortrag, der der Soziologie von Heinz Maus auf der Spur ist. Der mögliche Beitrag dieser Soziologie zur Gegenwart und für die Zukunft ist nicht zu erschließen, ohne wenigstens skizzenhaft den Kontext zu reflektieren, in dem sie entstand. Maus nennt in der Einleitung zu seiner Dissertation über Schopenhauer das 19. Jahrhundert unabgetan. Wir können getrost sagen, das gilt für uns Heutige auch für das 20. Jahrhundert. Auch das 20. Jahrhundert ist unabgetan. Seine Katastrophen, vielleicht stärker noch als seine Hoffnungen, um Maus zu variieren, ragen in die Gegenwart ein. Maus war ein Mensch dieses 20. Jahrhunderts und in gewisser Weise Angehöriger einer Zwischengeneration. Wir haben das vorhin ganz zu Beginn ja schon mal gehört. 1911 geboren, war Maus zu jung, um durch die Fronterfahrung im Ersten Weltkrieg sozialisiert und politisiert zu werden. Zugleich war er alt genug, um seine intellektuelle Prägung in der Weimarer Republik, nicht zuletzt durch so unterschiedliche Intellektuelle wie Max Horkheimer und Karl Mannheim zu erhalten. Diese Phase des Studiums, nicht zuletzt bei Horkheimer und Mannheim in Frankfurt, wurde jäh von der Machtübergabe an die Faschisten unterbrochen. Anders als etwa der um 5 Jahre ältere Wolfgang Abendroth, den er bereits aus der Frankfurter Vorkriegszeit kannte, entging Maus, ja zweimal muss man sagen, knapp langjährigem Zuchthaus oder wie Abendroth Strafbataillon. Also er wurde zweimal verhaftet während des Faschismus. Eine Besonderheit ist hervorzuheben, Frank Benzler hat auch schon darauf verwiesen, im Zusammenhang mit den Plagiaten, denn Maus geht in seinen wenigen Publikationen, die im Faschismus erschienen sind, eigentlich so vor, wie Georgi Dimitrov es in der Taktik des trojanischen Pferdes empfohlen hat. Also man bleibt an seinem Platz und versucht subversiv, von innen heraus, aus dem Platz, an dem man in der Gesellschaft steht, zu wirken. Und genau diese Funktion, wenn man so will, die Taktik des trojanischen Pferdes, die beherzigt Maus in seinen Plagiaten, also sprich in den Passagen, die eigentlich von Horkheimer oder Benjamin stammen, im Schopenhauer Buch, aber auch in dem Aufsatz über die gesellschaftliche Funktion der Soziologie. Das für dieses Verdienst ist ausführlich bereits gewürdigt worden von Michael Greven und Gerd van der Mötter in dem bereits erwähnten Buch Die Traumholle des Just Milieu. Nach dem Krieg und einer kurzen Zeit der Gefangenschaft folgte die Zeit in Mainz. Maus ist als Schriftleiter der internationalen Revue Umschau Mittler, Vermittler zwischen Deutschland und Frankreich, nimmt die französische Diskussion, die französische soziologische Diskussion, auch die französische philosophische Diskussion wahr und auf und publiziert sie. Tritt gleichzeitig, man denke an die kritischen Beiträge auf dem ersten Soziologentag, auch als Mittler zwischen der kritischen Theorie Horkheimers und der Nachkriegssoziologie in Erscheinung, wobei es eine sehr konfrontative Mittlerstellung war, die er dort einnimmt.
Man denke nur an den eigentlich auf eine Idee Horkheimers zurückgehenden, auch in der Einleitung zu die Traumhölle des Schüstmilieu ausführlich beschriebenen Vorschlag, eine Soziologie des Terrors auszuarbeiten. Gerhard Schäfer hat in dem ebenfalls schon zitierten Aufsatz über das Marburger Dreigestirn betont, dass das auf taube Ohren stieß in der damaligen soziologischen Gesellschaft. Der zweijährigen enttäuschenden Phase an der Berliner Humboldt-Universität folgt eine Zeit als Assistent Horkheimers, schließlich eine Dozentur am Pädagogischen Institut Weilburg. 1960 dann folgt der Ruf nach Marburg, wo er, wie Gerhard Schäfer schreibt, schließlich mit Abendrot und Werner Hoffmann das bereits zitierte Dreigestirn bildete. Wenn man sich das nur so skizzenhaft vor Augen führt, muss man also sagen, Maus war ein Mensch des 20. Jahrhunderts. Er hat in ganz bestimmten Konstellationen dieses 20. Jahrhunderts gewirkt und gearbeitet. Und intellektuell muss man sagen, die Konstellationen, in denen er wirkte, waren die Konstellationen eines soziologischen und philosophischen Marxismus. Und zu diesem doppelten Problemkontext Marxismus und Philosophie, Marxismus und Soziologie, geht es jetzt im zweiten Schritt, einige ebenfalls skizzenhafte Worte zu sagen, da ohne sie die Soziologie von Heinz Maus nicht verstanden werden kann. Ich komme also jetzt zu dem zweiten Punkt, zu dem zweiten Argumentationsschritt. Alex Demirovich, der ja heute Abend auch noch sprechen wird, schreibt in seiner Arbeit über die nonkonformistischen Intellektuellen, da gibt es ein Kapitel, das heißt, das ist am Beispiel von Heinz Maus über Marxismus und Soziologie handelt. Also er schreibt, für Intellektuelle, die sich in der marxistischen Tradition bewegten und in Begriffen einer marxistischen Gesellschaftstheorie dachten, sei es keineswegs selbstverständlich gewesen, sich als Soziologen zu verstehen. Man muss sagen, hier wiederholt sich allerdings eine Problemlage, denn es war auch keineswegs selbstverständlich, sich innerhalb des Marxismus als Philosoph zu verstehen oder die Frage des Marxismus als eine philosophische Frage zu begreifen. Es gibt einen berühmten Text von Karl Korsch, der heißt Marxismus und Philosophie, ist 1923 erschienen, im selben Jahr, in dem auch Geschichte und Klassenbewusstsein von Lukács erschienen ist. Und in diesem Text schreibt Korsch gleich am Anfang, für die Professoren der Philosophie bedeutet der Marxismus im besten Falle einen ziemlich nebensächlichen Unterabschnitt aus einem auch im Ganzen sehr kursorisch zu behandelnden Kapitel der Geschichte der Philosophie im 19. Jahrhundert unter dem Titel Die Zersetzung der Hegelschen Schule. Aber auch die Marxisten legten auf die philosophische Seite ihrer Theorie im Allgemeinen keinen großen Wert. Dieser Gedanke kann jetzt nicht in aller Breite ausgeführt werden. Wichtig ist, es geht Korsch um eine Rehabilitierung der Philosophie für die marxistische Diskussion. Und Korsch argumentiert aus einer Position heraus, die dynamisiert ist durch die Oktoberrevolution und insbesondere durch die Schriften, aber auch das Wirken von Lenin, der als Bruch mit dem verstanden wurde, was man den Mechanizismus oder Ökonomismus oder Determinismus der Zweiten Internationale nennen kann. Also jetzt Korsch schreibt sinngemäß, Lenin hat das Staatsproblem in den Fokus genommen und mit dem Staatsproblem geraten auch alle anderen Überbauprobleme in den Fokus und die Frage Marxismus und Philosophie ist hier eine Schlüsselfrage, die auf derselben Linie liegt wie die Staatsfrage bei Lenin. Also dies ist der Kontext, in dem überhaupt so etwas wie ein philosophischer Marxismus als denkerischer Neueinsatz entsteht. Es geht um die Rehabilitierung der Philosophie im Marxismus, genau darum geht es auch Lukács. Auffällt, dass wenn man jetzt so was sucht für einen gemeinsamen Grund dieses Neueinsatzes, dann geht es darum, dass man eine Philosophie formulieren will, eine neue Philosophie, die ein neues Verhältnis zur Praxis gewinnt und die mit den Mitteln der Philosophie zur revolutionären Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse beitragen soll. Also es ist im Grunde genommen das Wiederaufnehmen der Idee aus den Feuerbach-Thesen von Marx. So viel nur zu diesem ursprünglichen Kontext. Es fehlt im Rahmen dieses Vortrags die Zeit, den philosophischen Marxismus detaillierter zu rekonstruieren. Entscheidend ist, dass auch diese Strömung, also auch dieser philosophische Marxismus, keineswegs sich notwendig soziologischen Fragen im engeren Sinn geöffnet hat. Zwar gilt auch schon für den philosophischen Marxismus diesen Neueinsatz der Anspruch, Theorie der Gesamtgesellschaft zu sein, ein Anspruch, an dem auch Heinz Maus im Feld der Soziologie stets festhalten wird. Der soziologischen Disziplin und ihren Methoden jedoch stehen die frühen philosophischen Marxisten mit einer ähnlichen ideologiekritischen Ablehnung gegenüber, mit der sie auch den Strängen zeitgenössischer Philosophie begegnen, die die Wendung vom diagnostizierten bloß kontemplativen bürgerlichen Klassenstandpunkt
zum eingreifenden, auf revolutionäre Praxis gerichteten Denken nicht mitzugehen bereit sind. Es gibt also einen Unterschied im Umgang mit der zeitgenössischen bürgerlichen Philosophie und mit der Tradition. Während die Tradition eben aufgehoben werden soll, im dreifachen Sinn, wird, man kann das wunderbar nachlesen bei Lukács in die Zerstörung der Vernunft nebenbei, wird die zeitgenössische bürgerliche Philosophie eben auf dem Weg des Irrationalismus gesehen und wird beschrieben als eine Verfallsgeschichte bürgerlicher Philosophie, die also eben dieses vorhin ja auch schon mal betonte Element der Aufklärung nicht mehr in sich trägt, sondern eigentlich in eine Form der Regression zurückfällt. Bedenkt man diese Ablehnung der Soziologie, denn die gehört auch dazu, die Soziologie wird im Grunde auch als eine Erscheinungsform erstmal wahrgenommen von Korsch und von Lukács des bürgerlichen Wissenschaftsbetriebs und als eine Erscheinungsform der Verdinglichung in der Wissenschaft. Bedenkt man diese Ablehnung der Soziologie als Disziplin, die übrigens nicht zu verwechseln ist mit der von Heinz Maus stets scharf kritisierten Abwicklung der Soziologie im realen Sozialismus, mag zunächst erstaunlich klingen, dass sich fast gleichzeitig mit dem philosophischen Marxismus und ohne ihn kaum denkbar ein soziologischer Marxismus zu etablieren begann. Als frühe Repräsentanten können hier Intellektuelle gelten wie Max Horkheimer, aber auch völlig verschieden von Horkheimer Fritz Sternberg. Im Grundsätzlichen ist dieser soziologische Marxismus mit der Forderung nach einer revolutionären Theorie als einer transitorischen, also überschreitenden Philosophie des sozialen Gesamtzusammenhangs vollkommen übereinstimmend. Er bleibt aufs Engste mit dem philosophischen Marxismus verbunden. Zugleich präzisiert er ihn jedoch, indem er erstens das zeitdiagnostische Element stärker akzentuiert und sich der empirischen Sozialforschung zweitens gegenüber öffnet. Im Rekurs auf Horkheimers Antrittsrede als Direktor des Instituts für Sozialforschung schreibt Demirovic, ich zitiere nochmal, empirische Sozialforschung war im Selbstverständnis Horkheimers weder Selbstzweck noch galt sie dem Ziel, das administrative Wissen zum Zweck sozialpolitischer Reformen zu vergrößern, sondern sollte zu einer aktualisierten Fassung kritisch-materialistischer Gesellschaftstheorie beitragen, als deren Gegenstand der gesellschaftliche Gesamtprozess angesehen wurde. Empirische Instrumente erweiterten das Arsenal wissenschaftlicher Analyse und man musste sich ihrer bedienen, weil die historische Entwicklung selbst dies erzwungen und ermöglicht hatte. Wenn die Rede, Zitat Ende, wenn die Rede von einem philosophischen und soziologischen Marxismus, man könnte auch sagen von philosophischen und soziologischen Marxismen, tatsächlich präziser ist als etwa die Rede von einer marxistischen Philosophie oder Soziologie, so nicht wegen eines weltanschaulichen Bekenntnisses. Das ist gerade im Zusammenhang mit Heinz Maus ungeheuer wichtig zu betonen, da Heinz Maus an zahlreichen Stellen polemische Bemerkungen über den Begriff der Weltanschauung macht. Also nicht wegen eines solchen Bekenntnisses, sondern deshalb, weil der Gegenstand der Forschung und der Kanon der Fragestellungen sich nicht aus dem Selbstverständnis vorfindlicher wissenschaftlicher Disziplinen ergibt, sondern aus einem gleichermaßen theoretisch wie politisch ausgewiesenen Programm. Das heißt, der Kanon dessen, womit sich philosophischer und soziologischer Marxismus beschäftigt hat, folgte selbst aus einem wissenschaftlichen und nicht nur wissenschaftlichen, sondern gleichermaßen auch politischen Programm. Wie immer man die mannigfachen Schwierigkeiten bestimmen mag, in der Philosophie Marxist oder auch Soziologe zu sein, das wäre Althusser, oder im Marxismus Philosoph, oder Soziologe, das ergänze ich, das ist Haug. Im philosophisch-soziologischen Neueinsatz, der zur kritischen Theorie führte, sind beide Elemente, das Philosophische wie das Soziologische, eng miteinander verknüpft. Für die Soziologie der kritischen Theorie freilich ist kennzeichnend, dass sie ebenso wie vor ihr die neue Sozialphilosophie eines Korsch oder Lukács eine Wissenschaftskritik der philosophisch-soziologischen Tradition enthält, an der sie das eigene Programm schärft und entwickelt. In diesem Kontext also steht die Soziologie und Sozialphilosophie von Heinz Maus, der in der sozialphilosophischen Einleitung seiner Dissertation schreibt, also des Buchs über Schopenhauer, Sozialphilosophie bekümmert sich um solche Phänomene, die nur im Zusammenhang mit dem gesellschaftlich-geschichtlichen Lebensprozess der Menschen verstanden werden können, um die gesamte materielle wie geistige Kultur. Sozialphilosophie hat es gewiss nicht mit der Gesellschaft als einer abstrakten Wesenheit zu tun. Ihre Arbeit setzt vielmehr voraus, dass materiale Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft
den gesellschaftlich-geschichtlichen Raum, in dem und für den ihre Sätze bestimmt sind, strukturiert hat. Entscheidend an dem Zitat ist die Bedeutung, die der Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft, die den Raum rekonstruiert, in dem die Sätze der Theorie ihre Geltung haben, strukturiert. Und ich vermute, ich kann es natürlich nicht quellenkritisch belegen, aber ich vermute, dass es sich auch hierbei um eine Anspielung zumindest, nicht direkt in diesem produktiven Sinn um ein Plagiat, aber um eine Anspielung handelt, und zwar auf den ebenfalls nicht zitierbaren und ins Exil gejagten Fritz Sternberg, der in seiner Schrift Der Imperialismus ein Kapitel hat über die, über den soziologischen Raum des historischen Materialismus. Also ein sehr ähnliches Element wie der gesellschaftlich-geschichtliche Raum, von dem Maus hier spricht. Das in der Soziologie von Heinz Maus ausgesprochene Problem, also das Problem der Historizität, könnte man sagen, ist ein zentrales Problem des theoretischen Neuansatzes, den Heinz Maus auch über den Faschismus hinaus verfolgt. Also es beschränkt sich nicht darauf, diese Theoreme im Faschismus, man könnte sagen, lebendig zu halten, wie die Fliege im Bernstein, wobei lebendig, die Metapher ist etwas falsch, aber als jedenfalls irgendwie zu bewahren, zu konservieren, sondern er verfolgt es darüber hinaus. Ihre eingreifende, transitorische Bedeutung kann die gleichermaßen philosophisch wie soziologisch ausgewiesene kritische Theorie der Gesamtgesellschaft nur als historische behaupten. Dies wäre die These. Also ich fasse noch einmal kurz zusammen. Diese erste Annäherung an die Soziologie von Heinz Maus erfolgte über den Kontext eines philosophischen und soziologischen Neueinsatzes im Marxismus des 20. Jahrhunderts, der seine ursprünglichen Anstöße von der Oktoberrevolution erhielt und als Kritik des Marxismus der Zweiten Internationale konzipiert war. Fast so etwas wie ein Konsens seiner unterschiedlichen Strömungen war die Forderung, den Marxismus als historische Theorie der Gesamtgesellschaft zu formulieren. Das Problem von Aktualität und Traditionalität ist also das Zentralproblem der Aufarbeitung und Aufhebung der Tradition zum Zwecke des Verstehens und Überschreitens des gegenwärtig Bestehenden. Traditionalität und Aktualität in der Soziologie von Heinz Maus. Dieser Titel macht natürlich weitere Fragen erforderlich, insbesondere die Frage nach dem Konzept von Geschichte, dessen Beschreibung sich wie ein roter Faden durch fast sämtliche Schriften von Heinz Maus zieht. Und das will ich jetzt im Folgenden, im dritten Schritt, als das Konzept eines gebrochen Historischen rekonstruieren. Entscheidend ist hierbei zunächst, Maus argumentiert nicht nur dort historisch, wo er, wie im bereits erwähnten Beitrag zur Geschichte der Soziologie im von Werner Ziegenfuß herausgegebenen Handbuch der Soziologie, als Historiograf seines Faches auftritt, sondern er argumentiert auch dort historisch, wo er sich soziologischen Einzelproblemen zuwendet, etwa dem Konzept der Elite in der Industriegesellschaft oder dem Prinzip der sozialen Klasse in den Arbeiten zu Anarchismus, zur Literatur und Kunst oder auch in seinen Arbeiten zu sozialen Bewegungen. Schon Greven und van der Mötter haben betont, dass Maus kein kompaktes Werk hinterlassen hat. Die Skepsis gegenüber der Konzeption eines einheitlichen, systemischen Werks, die Vorliebe für das Kurze, Fragmentarische, Aphoristische, aber auch für die Miniatur, das Kleine, Alltägliche, teilt Maus mit anderen kritischen Theoretikern, insbesondere mit Walter Benjamin, der ja bereits erwähnt wurde, aber in Grenzen zumindest auch mit Adorno. Wichtig ist, nicht systemisch ist keinesfalls identisch mit unsystematisch. Auch hier haben Greven und van der Mötter geschrieben, dass die zusammenschauende Lektüre der versprengten Schriften offenbare, die Lektüre offenbare die erstaunliche Lebensgeschichte und theoretische Kontinuität eines originellen Beitrags zur kritischen Theorie. Man könnte also an die eingangs ganz zu Beginn getroffene These, Maus habe die kritische Theorie nicht fortgeschrieben, durchaus ein Fragezeichen machen und könnte doch sagen, es gibt unter Umständen doch so etwas wie einen eigenständigen Beitrag. Viele Texte von Maus sind programmatische Texte, die nicht lediglich der Aufhellung ihres Gegenstandes dienen, sondern gleichzeitig die dahinterstehende Denkhaltung selbst zum Gegenstand haben. Gerade diese Denkhaltung besteht ganz in der Tradition des philosophischen Marxismus, in der besonderen Berücksichtigung der Kategorie der Historizität. Wenn Sie einmal bei Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein gleich ganz am Anfang nachschauen, dort schreibt Lukács, die marxische Methode sei
in ihrem innersten Wesen historisch. Es ist also wirklich ein leitmotivisches Argument in dieser Tradition. An einer Schlüsselstelle seiner Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie gibt nun Marx einen Hinweis darauf, um welche Konzeption von Historizität es sich hier handeln könnte. Die Stelle kennen wahrscheinlich die meisten, ich lese sie trotzdem noch einmal vor. Die bürgerliche Gesellschaft ist die entwickelste und mannigfaltigste historische Organisation der Produktion. Die Kategorien, die ihre Verhältnisse ausdrücken, das Verständnis ihrer Gliederung, gewährt daher zugleich Einsicht in die Gliederung und die Produktionsverhältnisse aller untergegangenen Gesellschaftsformen, mit deren Trümmern und Elementen sie sich aufgebaut, von denen teils noch unüberwundene Reste sich in ihr fortschleppen, bloße Andeutungen sich zu ausgebildeten Bedeutungen entwickelt haben, etc. Und jetzt kommt der Satz, den alle kennen: Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen. Also nicht umgekehrt, Anatomie des Affen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Menschen, sondern die Anatomie des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen. Es ist der Gedanke, den Frank Benzeler vorhin auch schon angesprochen hat, dass eben Geschichte nichts Statisches ist, nichts Feststehendes, nichts, aus dem man Gegenwärtiges einfach herleiten könne, sondern dass Geschichte selbst ja erschlossen werden muss mit Kategorien, die im Hier und Jetzt ihren Ort haben. Dieses Hier und Jetzt gilt es allerdings noch näher zu bestimmen. Und man könnte den Kontext auch noch mal kurz erweitern. Ich glaube, nur scheinbar verlassen wir dabei für kurze Zeit einmal den Mausschen Kosmos, denn wenn man noch mal kurz auf Walter Benjamin kommt, nicht nur Walter Benjamin, aber vor allem auch Walter Benjamin hat in seinen bereits zitierten Thesen über den Begriff der Geschichte eine untergründige Verbindung zwischen dieser marxischen These und Nietzsches unzeitgemäßer Abhandlung über Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben hervorgehoben. Das macht er nicht, indem er das etwa schreibt, da gibt es eine Verbindung, sondern indem er einfach Nietzsche zitiert und ein bestimmtes Zitat aus diesem Nietzsche-Text seinen Ausführungen voranstellt. Die gemeinsame Basis beider Konzeptionen, also der von Marx und der von Nietzsche, ist die Kritik jener Geschichtsphilosophie, die mit dem Freiherrn von Stein zu sagen pflegt, nur wer das Gegenwärtige aus dem Vergangenen herleitet, wird ihm auf Dauer eine Zukunft sichern. Es ist ähnlicher Quatsch wie das vorhin zitierte Schiller-Gedicht. Als Befreiungsschlag gegen solche Konzeptionen, in denen in der Tat, wie Maus an einer Stelle Comte zitiert, die Toten die Lebenden beherrschen, war Nietzsches Polemik konzipiert, der zufolge die Historie dem Lebendigen gehöre. Der Begriff des Lebens, und jetzt kommen wir in einen haarigen Bereich, der Begriff des Lebens, dessen Medium notwendig das Gegenwärtige ist, ist bei Nietzsche, anders als bei Marx, selbst nicht historisch eingeführt, und das bedeutet, er ist auch nicht gesellschaftstheoretisch gefüllt. Soweit zu diesem Exkurs. Der Standpunkt, von dem her sich nach Marx Geschichte verstehen und rekonstruieren lasse, ist der Standpunkt einer selbstgesellschaftlich fundierten Sozialkritik. Es ist der Standpunkt, wie Marx selbst schreibt, der Selbstkritik bürgerlicher Gesellschaft. Von dieser Überlegung her kann die Behauptung vom Anfang dieses Vortrags eingeholt werden, dass das Medium kritischer Theorie stets die Aktualität ist. Es geht um den offenen Horizont des Künftigen, der sich weder durch enthistorisierte Wesenheiten, und sei es das Leben, noch durch ein überwältigendes Vergangenes weltanschaulich abschließen lässt. Ich will das nochmal an zwei Stellen belegen, eine von Walter Benjamin und eine Stelle von Heinz Maus. Walter Benjamin schreibt in den geschichtsphilosophischen Thesen: Auf den Begriff einer Gegenwart, die nicht Übergang ist, sondern in der Zeit einsteht und zum Stillstand gekommen ist, also das Ende der Geschichte ist jetzt, einsteht und zum Stillstand gekommen ist, kann der historische Materialist nicht verzichten. Denn dieser Begriff definiert eben die Gegenwart, in der er für seine Person Geschichte schreibt. Und nun kommt eine deftige Formulierung Benjamins. Der Historismus stellt das ewige Bild der Vergangenheit, der historische Materialismus eine Erfahrung mit ihr, die einzig dasteht. Er überlässt es anderen, bei der Hure, es war einmal, im Bordell des Historismus sich auszugeben. Er bleibt seiner Kräfte Herr, manns genug, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen. Also die Metaphorik ist sehr potent an dieser Stelle. Ganz in diesem Sinne heißt es bei Maus:
Die Tradition, die zumeist als der einzige Bestand des Vergangenen im Heute betrachtet wird, der noch lebendig sei, ist weit mehr der Veränderung unterworfen, als die Ideologen wahrhaben wollen. Die sozialen Prozesse, die sie bewirken, wirken sich zugleich an ihr aus, also an der Tradition. Sie wird nicht unverändert festgehalten. Es ist diese doppelte Frontstellung gegen eine entsoziologisierende und enthistorisierende Sicht der sozialen Dinge auf der einen, gegen eine metaphysisch-deterministische Geschichtsphilosophie auf der anderen Seite, die auch die Konzeption von Historizität in der Soziologie von Heinz Maus erfüllt. Das Historische, um das es bei Maus ganz in der Tradition Benjamins geht, ist ein Gebrochenes. Diese These gilt es jetzt zu begründen. Es ist zum einen, das haben wir gerade gesehen, epistemologisch gebrochen durch die Reflexion der gegenwärtigen Perspektive, aus der es rekonstruiert wird. Wie bereits die eingangs zitierte Stelle um die möglicherweise größere Aktualität einer Arbeit über die Pharaonen als einer Arbeit über Angestellte zeigt, gilt auch für die Soziologie vergangener Ereignisse, was Maus und Herr Fürstenberg im Vorwort der soziologischen Texte gleich im ersten Satz schreiben. Seit ihrem Beginn sucht die Soziologie zur Erkenntnis sozialer Gegenwartsprobleme beizutragen. Das Historische ist bei Maus wie bei Benjamin jedoch noch in einem anderen Sinn gebrochen. Das Zeitalter der Katastrophen, Hobsbawm, von dem ist diese Bezeichnung, ließ keine emphatische Geschichtserzählung des linearen Fortschritts mehr zu. Das Historische ist bei Maus, wie bei Benjamin gebrochen. Ich zitiere nochmal Maus. Der Glaube an pure Fortschrittlichkeit ist durch die Geschehnisse der letzten Jahrzehnte ins rechte Licht gerückt worden. Er war die Heilsbotschaft des liberalen Bürgertums, das zum Faschismus fortschritt. Im Zeichen der Ordnung hat nicht erst der Positivismus den Fortschritt in Religion verwandelt. Die Perfektion der Vernichtungstechnik ist das offenbare Geheimnis dieses unentwegten Glaubens. Der benjaminsche Engel der Geschichte, also nach dem Bild von Klee, der die Trümmer der Vergangenheit vor Augen hat, während der Fortschritt in rückwärts Richtung Zukunft treibt, ist ebenso präsent hier wie die Dialektik der Aufklärung, wenn Maus an anderer Stelle betont, auch der Fortschritt werde vom Gang der Geschichte, den er befördert, überholt. Und die Aufklärung kann zu einer neuen Verdunkelung führen, wenn die Parolen, denen Fortschritt und Aufklärung zugehören, zur leeren Formel erstarren. Es ist der Standpunkt des Katastrophenzeitalters und seiner Selbstkritik, der hier wirkt. Es ist derselbe Standpunkt, von dem Herr Brechts Galilei seine Vision des Fortschritts schildert, die nur mehr ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein wird. Nach Faschismus und Krieg zeigt sich, dass die Kategorien Fortschritt und Aufklärung, das ist wieder ein Zitat, auf denen das Bürgertum einst insistierte, als es sich anschickte, im Bestehenden sich einzurichten, von Anbeginn vom Zwielicht umleuchtet sind, das ihnen noch in der Gegenwart eignet, sowohl zum Konformismus tauglich zu sein, wie das Bestehende erschüttern zu helfen. Wir haben hier es mit einer doppelten Zurückweisung zu tun. Zum einen wird ein Historismus zurückgewiesen, der sagt, jede Epoche ist gleich ursprünglich zu Gott. Zum anderen wird aber auch eine Fortschrittserzählung zurückgewiesen, die in quasi naturwissenschaftlicher Manier eine Fortschrittstendenz der Geschichte konstatieren will. Damit genau beerbt dieser soziologische Marxismus den philosophischen, der ja bekanntlich, als habe ich ja vorhin schon gesagt, die Geschichtserzählung der Zweiten Internationale, wie schließlich auch der stalinschen Verdinglichung des Geschichtsverlaufs, demgegenüber die Subjektivität der Handelnden und die Offenheit der Horizonte ins Recht zu setzen, bemüht war. So wenig freilich der Geschichte in der Soziologie von Heinz Maus eine physikalische Dinglichkeit oder metaphysische Eigengesetzlichkeit zugeschrieben wird, so wenig werden jene Tendenzen bürgerlicher Wissenschaft gutiert, die, um abermals Marx zu zitieren, alle historischen Unterschiede verwischen und in allen Gesellschaftsformen die bürgerliche sehen. Schon in der Dissertation über Schopenhauer, eine Arbeit immerhin, die den sozialkritischen Texten des Philosophen nachspürt, wird der Umschlag von Kulturkritik in Apologie darin ausgemacht, dass sich die Zeitgenossenschaft zum kritisierten Juste Milieu ins überzeitlich-metaphysische verflüchtige. Ich zitiere noch einmal Maus. Apologetisch wirkt die Lehre vom Willen insofern, als das Leben, darin er sich manifestiert, vorab das der bürgerlichen Gesellschaft ist, wie die zeitkritischen Notizen es denunzieren. Mit der ausdrücklich vollzogenen Gleichung Wille gleich Leben wird ihr die gleiche Ewigkeit zugeschrieben wie dem Willen, der bei aller Vergänglichkeit zeitlos ist.
Also wir sehen, wir haben es mit einem zeitbedingten, einem historischen Konstrukt zu tun. Das wird durch die Willensmetaphysik allerdings ins Zeitlose gehoben. Damit wird aber nicht nur die Überzeitlichkeit der Kritik behauptet, sondern gleichzeitig die Überzeitlichkeit des zu Kritisierten. Also wir haben es mit dem Gegensatz von Natur und Genie zu tun. Maus macht das sehr ausführlich in der Schopenhauer, in dem Schopenhauer Buch. Aber wir erkennen auch gleichzeitig nebenbei nochmal von hier aus, wo der Unterschied zwischen Marx und Nietzsche liegt. Denn genau diesen Vorwurf, das Leben überzeitlich zu setzen, den man hier Schopenhauer mit Maus machen kann, könnte man eben auch der Geschichtskonstruktion von Nietzsche machen. In seiner Schopenhauer-Schrift, ich bin jetzt schon allmählich in der Überleitung, sozusagen, naja, noch nicht ganz, aber allzu lange dauert es nicht mehr. In seiner Schopenhauer-Schrift führt Maus das große Projekt einer immanenten Kritik der philosophischen Tradition fort, das der philosophische Marxismus begonnen hatte. An Schopenhauer lotet er die Grenzen eines antibürgerlichen Bürgertums, einer, wie Hans-Heinz Holz später einmal formulierte, bürgerlichen Rebellion aus. In seinem wenig später entstandenen Essay über die gesellschaftliche Funktion der Soziologie überträgt er dieses Vorgehen ins Feld der traditionellen Soziologie. Also es geht jetzt hier um die Grenzen der soziologischen Erkenntnis. Der kritische Begriff der Historizität wird auch hier doppelt in Stellung gebracht. Er richtet sich gleichermaßen gegen eine geschichtsphilosophisch gesättigte Gesellschaftstheorie, wie sie repräsentativ durch den von Maus immer wieder untersuchten August Comte repräsentiert wird, und gegen das geschichtsphilosophisch das geschichtsphilosophisch von sich weisende soziologische Tradition. Um das etwas zu verkürzen, Maus betont, Comte habe eine Gesellschaftsphilosophie, aber Comte, man könnte es auch so sagen mit dem Marx-Rekurs, rekonstruiert Geschichte nicht aus der Selbstkritik der bürgerlichen Gesellschaft heraus, sondern eben einfach aus der bürgerlichen Gesellschaft heraus. Das heißt, die bürgerliche Gesellschaft wird als der Endpunkt angesetzt, von dem her sich dann Geschichte erschließen lässt. Aber es gibt keine Ambition, gewissermaßen einen Standpunkt einzunehmen, der bereits über die bürgerliche Gesellschaft hinausweist. Damit findet so etwas statt wie zwar eine Anerkenntnis des Geschichtsprozesses, aber gleichzeitig im Grunde die These, er sei zu Ende gekommen. In der Folge von Comte oder bei den späteren Soziologen wirft Maus vor, dass sie eben auch den Geschichtsprozess, den Comte noch anerkennt, abschneiden und dementsprechend eben einfach einen enthistorisierten Begriff von Gesellschaft haben. Wichtig ist, wie wir das vorhin schon beim philosophischen Marxismus gesehen haben, im Umgang mit der Tradition, auch hier geht es nicht einfach um äußerliche Ideologiekritik im Sinne von klassifizierenden Aussagen, bürgerliche Philosophie, also ist es reaktionär oder so etwas in der Art, sondern es geht um Aufhebung in eben dem dreifachen Sinn von bewahren, auf eine höhere Stufe heben und von auflösen. Also vor allem geht es nicht um Denunziation. Auch in der harten Auseinandersetzung, etwa dem Positivismusstreit, bleibt Maus Vermittler. Der Umschlag in Apologie entwertet nicht die Bedeutung der geleisteten Forschung und er entwertet auch nicht das kritische Potenzial, das trotz des Umschlags in den Ansätzen noch stecken mag. Was Comtes Werk, ähnlich wie die Arbeiten Spencers, für Maus bei aller eingestandenen Bedeutung problematisch ist, ist eben dieser Punkt, dass der Endpunkt der Geschichte bereits bekannt ist und die Offenheit der Horizonte nicht mehr gewonnen wird. Also er macht das, was dieses Abschneiden bedeutet, das macht er bei Durkheim, macht er anhand von Durkheim nochmal deutlich, ich zitiere nochmal ein ganz kurzes Zitat, bei all seiner Verwandtschaft mit Comte unterscheidet ihn, also Durkheim, von diesen in der Tat ein Grundzug, den er mit fast der gesamten neueren Soziologie teilt, die Enthistorisierung des Gesellschaftlichen. Das sich in der Soziologie durchsetzende Wertfreiheitspostulat und der Verzicht auf Geschichtsphilosophie setzt absolut, was die frühere Soziologie zumindest noch herleitete. In der Diagnose des apologetischen Charakters der traditionellen Soziologie ist Maus nicht weniger scharf als Korsch und Lukacs, allerdings ist er es aus der Soziologie heraus, also nicht sozusagen von außen an die Soziologie heran, sondern aus der soziologischen Fragestellung heraus. Die Tradition, in der er den soziologischen Marxismus verortet, ist gleichfalls die allem Gegenwärtigen gegenüber aufgeschlossene, historisch präzise Wissenschaft, als die er die Theorie Marxens begreift. Vielleicht nur ein Auszug aus einem Zitat, denn die marxische Theorie ist keine Fachsoziologie,
keine Weltanschauung und keine Religion. Sie ist eine Theorie, die unablässig bemüht war, das Bestehende zu begreifen, um aktiv an seiner Transformation mitzuwirken. Nur unschwer erkennt man die Schnittmenge des Marburger Dreigestirns, also Abendroth, Maus, Hoffmann, in der Forderung, politische Wissenschaft als politische Soziologie zu etablieren. Und zwar als politische Soziologie, die gerade um ihrer Objektivität willen ihre unaufhebbare Subjektrolle kennen und anerkennen muss, das ist Abendroth, und zugleich weiß, nicht die Existenz, sondern die Potenz einer Gesellschaft begründet die Objektivität ihrer Wertbegriffe, das ist Hoffmann. Die Vermittlung dieser grundlegenden Denkhaltung mit konkreter empirischer Forschung, das ist das Kernelement der Soziologie von Heinz Maus. Jetzt könnte ich aufhören, aber es würde noch eine Dimension fehlen. Das ist die letzte, die ich jetzt noch einhole. Und die macht auch etwas mehr Spaß und das ist auch wichtig. Also tatsächlich auch begrifflich wichtig für Maus. Denn wenn man jetzt darüber spricht, es geht um die Überschreitung der bürgerlichen Gesellschaft, irgendwie braucht man ja sowas wie ein Emanzipationskriterium. Also was ist jetzt eigentlich das Richtungsgebende dafür, was ein Fortschritt ist, was das Überschreiten von bürgerlicher Gesellschaft in einer wie auch immer geartete andere Gesellschaftsform oder Formation sein mag. Nun ist die Antwort von Maus, die klingt vielleicht simpel, Benzel hat sie vorhin auch schon angesprochen, sie ist keineswegs banal. Das Kriterium, dem seine Soziologie treu bleibt, ist ein materialistisch geerdeter, sinnlicher Begriff des menschlichen Glücks. Das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert von Heinz Maus, war ein Jahrhundert der Opfer und der Sinnstiftungen für ihr Leiden. Schon sein Initialereignis, der Erste Weltkrieg, wurde begleitet von der Forderung, die jungen Männer, die ins Feuer geschickt wurden, sollten asketisch und gestählt im Heldentod die höchste Erfüllung erblicken. Jedes gefallenen Denkmal, jetzt werde ich mal aktuell, jedes gefallenen Denkmal, jeder Tapferkeitsorden, jedes Heldengrab spottet der Leiden und der Katastrophen und ist, wie auch die Staatsbegräbnisse unserer Tage, so oft unbegriffener, nivellierender Hohn. Vor diesem Hintergrund erschließt sich die Radikalität der folgenden Maus'schen These. Dem Tod kann kein Sinn verliehen werden. Er denunziert alle Metaphysik, ob sie sich nun optimistisch gibt oder als existenzielle Angst erschreckt. Es ist dem materialistischen Denken weder um das Nichts noch um das Sein zu tun, sondern um die sterblichen Menschen und ihre Gedanken, Anstalten und Taten, gelten ihm weder als nichtig noch als ewig. Er weiß sich als eine Seite der, Zitat in Zitat, Anstrengung zur Verbesserung der menschlichen Verhältnisse, Bertolt Brecht, auf diesem Planeten. Er weiß zugleich, dass dieser weiter seine Bahnen ziehen wird, der Planet, als wäre nichts geschehen. Wie er die Materie nicht zu seinem Wesen vergötzt, so deeffiziert er auch nicht den Menschen. Diese Sache mit dem Planeten, vielleicht, wenn man an den Choral vom Manne Baal denkt, und als Baal der kalte Schoß hinunterzieht, was denkt Baal noch? Baal ist satt, so viel Himmel hat Baal unterm Lied, dass er tot noch gerade genug Himmel hat. Also sozusagen, der Himmel bleibt natürlich, aber Baal hat den Himmel in sich. Also, es geht der Soziologie von Heinz Maus um Menschen aus Fleisch und Blut, mit Haut und Hirn und Haaren. Es geht ihm nicht um Prinzipien auf zwei Beinen oder um unnahbare Heroen. Mit wem auch immer von denen, die ihn kannten, man über Heinz Maus spricht, alle schildern ihn als bon vivant, als Lebemann den Genüssen gegenüber aufgeschlossen. Hier geht es jetzt nicht um die biografische Anekdote allein. Es geht vielmehr um eine Fertigkeit, die Brecht einmal die höchste aller Künste genannt hat, die Lebenskunst. Und jetzt muss ich noch einen kleinen Ausflug machen, der, glaube ich, sehr mausch ist, aber über Brecht geht. Ich lasse jetzt weg dieses Zitat aus dem ersten Drei-Groschen-Finale, mit dem der Aufsatz Materialismus beginnt. Das hätte ich auch gebracht. Das hat ja Frank Benzeler vorhin schon gebracht und springe gleich zu einer Erzählung von Brecht, die heißt Esskultur. Und in dieser Erzählung sitzen ein paar exilierte Deutsche mit ein paar Franzosen zusammen, während die Franzosen, so vor allem ein Maler, wegen seines Leibesumfangs der Berg genannt, schreibt Brecht, ein großes Rinderfilet über einem Lagerfeuer brät. Und nun, was macht man, wenn man in einer solchen Situation ist? Man spricht natürlich über Philosophie und natürlich über welche? Über die materialistische, über welche auch sonst. Und jetzt sagt der Berg über den Materialismus der Deutschen, sie haben ganze Arbeit mit ihm gemacht, die Deutschen. Sie haben ihn so vergeistigt, dass tatsächlich nur noch das Gespenst einer Materie umgeht in ihren Systemen.
Es war natürlich zu erwarten, dass der Materialismus, wenn Sie ihn einmal in die Hände bekämen, nichts mehr von einer Lebensweise an sich behalten würde. Sie wissen einfach nicht zu leben. Ihre Philosophie ist überhaupt dazu da, Sie zu lehren, wie man es macht, nicht zu leben. Von Anfang an haben Sie aus Ihren Betrachtungen den niedrigen Materialismus ausgeschieden und sich dem Höheren zugewendet, der mit Freude am Essen nichts mehr zu tun hat. Soweit Brecht. Und das sollte man im Hinterkopf haben, wenn man folgende Passage von Maus liest. Eine Weltanschauung jedenfalls ist der Materialismus nicht. Es geht ihm heute und hier um eine Änderung der Verhältnisse, unter denen Menschen leiden und ihre Seele freilich verkümmern muss. Er denkt nicht daran, das geschmälerte Glück als Seelenfrieden zu loben. Damit setzt er sich dem schwersten, nein, dem banalsten Vorwurf aus, dass er die sinnlichen Freuden, die bunte Lust bejaht, dass er sich nicht zufrieden gibt mit den Surrogaten des Glücks, sondern anlangen will in jenem Reich der Freiheit, darin das Glück endlich die Heimstatt gefunden hat. Dies ist der Epikurismus, das Zitat ist zu Ende, ohne den die marxische Forderung, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, uneingeholt bleiben muss. Die Soziologie von Heinz Maus ist skeptisch gegenüber den großen Worten und skeptisch gegenüber Theorien, die das kleine, alltägliche, besondere, selbstverständliche in großen, abgeleiteten Strukturen verschwinden lassen. Es gilt, das Detail zu bewahren und von ihm ausgehend den Kontext des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs zu erschließen. Man mag solches Vorgehen Lebensweltbezug nennen oder die Abwehr von Alltagsvergessenheit, man kann aber auch sagen, es ist Materialismus. Für Maus fungieren Leid und Glück als Stachel der Politik, das ist ein Zitat, damit zugleich als Antrieb der Sozialforschung und überdies von Politik und Forschung nicht zu trennen, als kritisches Maß daran, dass je Gegenwärtige zu halten ist. Dies verlange von der, nochmal Zitat, Theorie die wache Aufmerksamkeit, dass das Leiden, das Vorhandene, Übermächtige, Mannigfaltige, nicht banalisiert, gar verherrlicht, sondern schonungslos angegangen wird, dass das Glück, das kaum Vorhandene, nicht mehr noch minimisiert, verfälscht oder als schimpflich abgetan wird. Zur Soziologie von Heinz Maus ließe sich noch manches sagen, und ich habe ja am Anfang gesagt, wir müssten eigentlich fragen, von welcher Gegenwart her lesen wir jetzt Maus. Das erzähle ich aber nicht, weil das ist sozusagen die Denkaufgabe, die mit dem Vortrag verbunden ist. Also es ließe sich noch manches sagen zur Soziologie von Heinz Maus. Es könnte detailliert nachgezeichnet werden, in welchen Bestimmungen einzelne Aussagen, etwa zur Bedeutung der Konkurrenz für den Kapitalismus, Stichwort Monopolkapital, im Horizont jenes Kapitalismus formuliert wurden, der heute Fordismus genannt wird. Es könnte untersucht werden, welche Passagen etwa zum Zustand der Demokratie, die in Zeiten der Notstandsgesetze entstanden sind, im Licht aktueller Debatten um eine Tendenz zur Postdemokratie eine zeitdiagnostische Bedeutung neu bekommen haben. Man könnte auch zur Kulturindustrie unserer Tage viel sagen. Und von einem in Module unterteilten Wissenschaftsbetrieb sollte man lieber schweigen. Die Aktualität kritischer Theorie insgesamt und der Soziologie von Heinz Maus im Besonderen erweist sich trotz all dieser Aktualitäten nicht in solchen Einzelaspekten. Was es auch heute, und ich würde sogar sagen gerade heute, zu verteidigen gilt, ist jene grundsätzliche Haltung, die sich nicht in Scheindebatten verliert, etwa was Soziologie, was Philosophie sein und wie sie sich am besten voneinander abgrenzen können, sondern die auch heute die Notwendigkeit einer Gesamttheorie der Gesellschaft behauptet, die Gegenwart im Horizont historischer Entwicklung und daraufhin befragt, wie eine Zukunft gewonnen werden kann, die das Leiden minimiert und das sinnliche Glück vermehrt, die sich nicht blind in den Dienst des Bestehenden stellt, sondern sehend ihre Autonomie darin beweist, es transitorisch zu überschreiten.